Hallo liebe Weltallkinder. Bevor ich hier anfange, meine Kamera hat ja in den letzten zwei Videos irgendwie so rumgespackt, dass da irgendwie immer wieder so plötzlich so ein Nahausschnitt zu sehen war. Ich weiß nicht, ob das an der Kamera selber liegt oder ob ich da jetzt da hinten irgendwo einfach dran gekommen bin. Aber die hat ja letztens schon mal irgendwie mit dem Akku auch so komisch rumgetan. Ja, es kann also sein, dass ich da bald eine neue brauche. Allerdings habe ich mir jetzt auch eine neue Actioncam geholt, weil ich schon lange eine haben wollte. Und die hat jetzt auch 4K. Und ja, also gibt es die Videos dann nicht mehr nur in HD, sondern auch in 4K, wenn ich dann mal auf irgendeinem Festival rumrenne oder so. Ja, also das Video filme ich jetzt noch mit der alten. Ich schaue, ob die jetzt wieder so komisch rumtut oder ob die noch funktioniert. Ja. Also ich fände es schade, wenn ich die nicht mehr benutzen könnte. Ich schaue einfach mal. Ansonsten. Ja, heute ist der 15. Dezember. Gerade bin ich zu Hause. Und ja, was so die letzten Tage passiert ist. Auf der neuen Station, das Mädchen in meinem Zimmer liest tatsächlich momentan Eine neue Erde von Eckhart Tolle. Und die zeichnet auch. Hatte ich irgendwie auch so gehofft, dass wir irgendwie auch mal uns so gemeinsam hinsetzen und irgendwie zeichnen, weil ich weiß nicht, ich mag auch alleine zeichnen, aber das in der Gruppe zu tun ist auch auf jeden Fall was Schönes. Weil während meiner Schulzeit, da habe ich so in der Mittagspause so voll oft so in der Cafeteria oder in einem leeren Klassenzimmer oder so mit Freundinnen halt rumgesessen. Und wir haben dann gezeichnet und ich habe das einfach so voll geliebt, weil wir halt alle oder einige von uns halt auch so auch diese kreative Ader hatten. Und ja, keine Ahnung, wir konnten uns dann auch so gegenseitig irgendwie so Verbesserungstipps geben und haben uns dann gemeinsam auch irgendwelche Geschichten so ausgedacht. Also irgendwelchen Charakteren, die wir uns ausgedacht haben und so. Ja, und das finde ich einfach voll schön, einfach sowas auch gemeinsam mit anderen zu machen. Ja. Ich habe mich aber nicht getraut, die mal zu fragen, ob sie mal mit mir zeichnen will. Und leider ist sie dann diese Woche in ein anderes Zimmer gekommen, weil sie halt üben muss, irgendwie alleine zu sein. Und deswegen ist sie jetzt leider in einem Einzelzimmer. Und bei mir ist jetzt jemand anderes im Zimmer. Also eine andere reingekommen. Ja. Aber es ist ein bisschen lustig, also es spricht sich halt so ein bisschen rum, scheinbar bei der Pflege und so bei ein paar Mitpatienten, dass ich so zeichne und auch male. Und letztens haben dann auch so ein paar Mitpatienten kurz so reingeschaut und sich das angeschaut. Weil ich habe auch so angefangen, das erste Mal Ayahuasca von meinem Freund zu malen, so als Weihnachtsgeschenk für ihn. Das wollte ich eigentlich schon länger malen. Irgendwie habe ich es aber so voll vor mir hingeschoben und irgendwie nicht angefangen. Obwohl ich eigentlich schon mal so eine Skizze dazu vorbereitet hatte, aber irgendwie das selber auf der Leinwand zu machen, habe ich mich ein bisschen so davor gedrückt. Weil ich auch andere Sachen dann irgendwie gemacht hatte und dann ging es mir irgendwie, weiß ich, dann gab es so, ich glaube 3 Wochen kurz vor meinem Aufenthalt oder so, da habe ich gar nichts mehr gezeichnet, weil einfach, weiß nicht, dieser kreative Fluss bei mir nicht mehr vorhanden ist, wenn ich zu verkopft bin. Also, ja, je weniger verkopft ich bin, umso mehr Ideen kommen da einfach und umso mehr komme ich auch wirklich in dieses Machen und das Umsetzen von den ganzen Sachen. Ja, was ist sonst noch so passiert? Muss gerade überlegen. Ich hatte auch Musiktherapie. Da war die erste Stunde für mich ziemlich anstrengend, weil bei mir halt auch wieder so die sozialen Ängste dann so getriggert waren.
Mittlerweile ist es besser. Letztens haben wir da zum Beispiel auch getrommelt. Ja. Und vorm Trommeln war ich eigentlich so voll müde. Ich finde, das Trommeln hat mich dann wieder so richtig wach gemacht. Ja, zu Hause habe ich ja eigentlich auch eine Trommel rumstehen. Die habe ich aber bisher kaum benutzt. Weil ich halt auch nicht meine Nachbarn irgendwie jetzt ja, voll poltern will damit. Also, ich hatte die auch schon auf Goas mitgeschleppt, aber ehrlich gesagt, da habe ich bisher auch kaum benutzt. Aber das will ich unbedingt noch machen. Ja, was ist sonst noch so passiert? Ich hatte auch immer wieder Gruppentherapie. Da war es aber, also Gruppe ist für mich meistens ziemlich anstrengend, weil halt einfach ziemlich viele Komplexe da sind und ja, weiß nicht, ich sitze da halt einfach oft und fühle mich einfach irgendwie unwohl. Also bin mir dann irgendwie so unsicher, soll ich jetzt auch zu den Themen von den anderen irgendwie was sagen? Und dann sage ich aber irgendwie nichts. Also in meinem Kopf sind dann so Sachen, die ich irgendwie sagen will, aber irgendwie keine Ahnung. Ja, ansonsten. Am Wochenende. Was waren da überhaupt noch? Ja, ich bin wieder nach Hause. Genau, ich wollte eigentlich auf den Weihnachtsmarkt gehen mit ein paar Leuten, die ich mal in einer anderen Klinik kennengelernt habe. Aber ich war dann getriggert irgendwie und hatte dann auch wieder diese Stresskopfschmerzen und bin dann nicht hingegangen, weil ich irgendwie auch so voll platt war und keine Ahnung. Es ging mir dann aber später wieder besser. Und ja, ich hatte halt immer noch diese Stimmungsschwankungen so am Wochenende. Aber ich glaube, insgesamt waren die nicht mehr ganz so krass wie das Wochenende davor. Aber halt immer noch, ja, ziemliches. Dann habe ich ja auch diesen Meditationskurs angefangen und diese Woche Mittwoch war der dann zu Ende. Da war es auch einmal so, war so eine, also wir tun da oft auch so ein bisschen so besprechen, was einem irgendwie auch so schwer fällt und so und wie das dann irgendwie einfacher wird. Kann man auch so Fragen stellen und so. Und eine Patientin, die da auch teilnimmt, das ist die, die jetzt auch in mein Zimmer gewechselt hat. Die hat halt irgendwie so die Sorge gehabt, dass sie irgendwie umkippt, weil ihr eines Bein zur Seite rutscht, weil die sitzt halt eigentlich im Rollstuhl. Und ihr eines Bein kann sie halt komplett deswegen nicht mehr bewegen. Und ja, deswegen war sie halt innerlich beim Meditieren total unruhig, weil sie halt die ganze Zeit Angst hatte, dass sie irgendwie umkippt. Und ja, dann habe ich zu ihr gesagt, dass sie es doch einfach zulassen soll. Und dass es ja auch gar nicht jetzt schlimm wäre, wenn sie jetzt irgendwie umkippt. Also, weiß nicht. Ich fände es jetzt irgendwie nicht schlimm, wenn das jetzt jemandem in der Runde passiert. Kann schon mal vorkommen. Ja, und irgendwie hat sie mir dann auch später so gesagt, also ein paar Tage später, dass es ihr dann irgendwie auch voll geholfen hat an dem Tag. Also, dass sie das einfach, dass sie nicht mehr daran gehaftet hat, dass es gerade da ist, sondern ja, sie konnte es halt einfach zulassen, dass es da ist. Es war nicht mehr schlimm, dass es da ist. Sie hat es eben nicht mehr, glaube ich, weggedrückt. Und dann habe ich mit ihr auch, ja, es war jetzt, glaube ich, erst am Freitag, noch so ein längeres Gespräch geführt, wo sie halt mir auch so ein paar, ja, Probleme von ihr erzählt hat. Und am Ende vom Gespräch hat sie dann auch zu mir gesagt, so wie du das jetzt gesagt hast, so habe ich das noch nie gesehen. Und ich habe mich dann irgendwie so auch voll innerlich gefreut, dass ich sie jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen weitergebracht habe.
Wo es vielleicht auch nur der Helferkomplex war, der sich jetzt gefreut hat. Ja, ich konnte jemandem helfen. Weil es gibt ja mal so verschiedene Dinge, auf denen der Selbstwert aufbauen kann. Und besonders in der Vergangenheit habe ich das halt so gemacht, dass ich das zum Beispiel, ja, je nachdem, was ich getan habe, darauf aufgebaut habe oder wie ich aussehe oder was ich geleistet habe oder sowas. Und es kann natürlich sein, dass ich mich dann gefreut habe, weil ich halt ja eben jemandem geholfen habe. Andererseits kam mir dann halt aber auch in den Kopf, dass halt irgendwie auch in mir so dieser Wunsch ist, einfach Liebe im Universum zu verbreiten. Also, dass es eben nicht nur auf dieser Ebene ist, wo das Ego sagt, ich muss irgendwas tun, um mich auch irgendwie selber besser zu fühlen oder weil ich das selber nicht mit ansehen kann, wie jemand leidet, sondern auf irgendwie so einer, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, freieren Ebene. Einfach so, ja, Liebe in die Welt ausstrahlen. Also, dass ich mich nicht gezwungen fühle, irgendwie jemandem zu helfen, aber das einfach so, ja, einfach solche Handlungen aus Liebe mache und nicht aus Unsicherheit heraus. Genau. Beim Meditieren war es dann auch so. Also, ich glaube, zweimal habe ich gemerkt, dass mein Bewusstsein nicht mehr ganz auf dieser Alltagsebene eben war. Also, ich auch zum Teil losgelassen hatte. Es war dann aber auch so, dass ich, dass es einmal so war, dass dann halt auch essgestörte Gedanken hochkam, also ja, ich muss abnehmen und wie viel habe ich gegessen, wie viel werde ich essen, sowas. Dann habe ich tatsächlich auch Kopfschmerzen bekommen, weil ich bin ja eigentlich gerade dabei zu üben, bestimmte Dinge da sein zu lassen, auch wenn ich meditiere und es eben nicht wegzudrücken. Und bei den Gedanken fiel es mir dann aber schwer, das nicht wegzudrücken. Weil ich ja eigentlich nicht mehr auf eine ungesunde Art und Weise abnehmen will, sondern wenn dann auf eine gesunde Art und Weise. Also, dass das Ganze aus Selbstliebe geschieht und nicht aus Selbsthass und Unzufriedenheit mit sich selbst. Also, ja, wenn dann nur, um sich selber was Gutes zu tun. Aber, weiß nicht, also. Ich wusste halt nicht irgendwie in dem Moment, wie ich genau diese Gedanken annehmen sollte. Es waren jetzt auch Gedanken, die mir jetzt beim Meditieren noch nie vorher irgendwie so hochgekommen waren. Und deswegen war das so, ja, keine Ahnung. Vielleicht hilft mir einfach nächstes Mal einfach so zu akzeptieren, ja, ich habe jetzt halt ein paar Kilo mehr als früher. Dass ich im Prinzip gar nichts muss. Und ja, je besser es mir geht, umso mehr bewege ich mich ja zum Beispiel auch von selber gerne. Und ja. Genau, was war sonst noch so? Ja, also dieses Thema innere Widerstände beschäftigt mich auch. Also einfach, dass ich eben übe, wie so ein Grashalm im Wind zu sein, wenn irgendwas hochkommt. Und ja, wenn ich alleine bin,
kriege ich das momentan, glaube ich, bisher besser hin, als wenn ich jetzt zum Beispiel wie in der Gruppentherapie irgendwie war. Weil ich glaube, in diese Widerstandslosigkeit oder in diesen Fluss zu kommen, ist ja auch eine Art von Kontrollverlust. Und das vor anderen zuzulassen, ist für mich dann einfach nochmal ein Tick schwerer, als das jetzt alleine im Zimmer zu machen oder so. Aber ja, das kann man natürlich auch üben. Ja, und was mich auch beschäftigt, ist eben das Thema ja, Trauma verarbeiten und heilen, weil ich halt eben ja auf jeden Fall mehrere schwierige Sachen so in meinem Leben hatte. Ich finde es auch schwierig zu sagen. Also bei manchen Sachen weiß ich, okay, das ist ein Trauma, bei anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass es eine schwierige Prägung ist. Ob das dann aber ein Trauma ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, genau. Und ich bin einfach gerade dabei, ja, mir eben auch das alles Mögliche anzuschauen, auch aus der Kindheit und alles Mögliche, was so eigentlich mein komplettes Leben. Und irgendwie ist es auch so, momentan kommen ständig irgendwelche Erinnerungen hoch. Also ist nicht nur an negative Dinge. Obwohl negativ jetzt auch nur eine Bewertung ist, aber ja. also Sachen, wo ich gar nicht mehr wusste, dass die in meinem Kopf sind. Also einfach so random, irgendwelche Momente. Keine Ahnung. Einfach irgendwelche so kleine Papierschnipsel tauchen einfach wieder in meinem Kopf auf. Und es ist irgendwie schon interessant, was da alles im Unterbewusstsein gespeichert ist, wo man gar nicht mehr wusste, dass es da ist. Ja. Ansonsten, ja, wie heilt man ein Trauma? Das ist eigentlich schon ein Prozess, den ich letztes Jahr angefangen habe. Eventuell auch vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr war meine erste Therapie, also in 2017. Da habe ich ja zuerst DBT gemacht. Und ja, das ist ja eher so verhaltenstherapeutisch, aber da sind zum Beispiel auch spirituelle Elemente drin. Was zum Beispiel das Kommen ins Jetzt angeht oder Achtsamkeit. Ich finde es eigentlich auch voll schön. Also klar sehe ich einige Sachen so im Psychiatriesystem kritisch, aber ich sehe halt auch, wie halt so manche spirituelle Sachen da tatsächlich auch mit eingebunden sind. Ja, und da ging es halt eben darum, aus diesen selbstschädigenden Mustern rauszukommen, die halt eben durch Traumata und so entstanden sind. Und vielleicht ist das so der erste Schritt, den man machen kann. Und was ich dann letztes Jahr halt eben auch mit meinem Freund hatte, ist so, weiß nicht, bei mir wurden dann erstmal irgendwie dann im Frühjahr und so im Sommer die Ängste irgendwie stärker. Und auch so Misstrauen in andere Menschen. Und bei meinem Freund habe ich dann eben wieder so eine, das nennt man korrigierende Erfahrung gemacht. Dass man halt merkt, dass dieses negative Menschenbild nicht auf alle zutrifft. Und dass man eben wieder Vertrauen lernt. Wobei das jetzt leider für mich ja ziemlich schwierig war. Dadurch, dass wir immer wieder Streit hatten und so. Und mein Ego eher, wenn ich absolut nicht mit mir im Reinen bin, ja, so eine ängstliche Einstellung gegenüber Menschen hat, da war das auf jeden Fall ziemlich schwierig. Ich habe aber auf jeden Fall auch gemerkt, dass es jetzt wieder
besser ist. Also auch dieses Wochenende. Aber ja, auf jeden Fall. Ich habe da halt auf so einer Ebene wieder Vertrauen gelernt. Und ich bin zum Beispiel dann auch wieder feiern gegangen, obwohl ich davor eigentlich mich das kaum noch getraut habe, irgendwie großartig wegzugehen, einfach weil so viele Ängste da waren und mir, dass ich irgendwie auch von irgendjemandem Betrunkenen angepöbelt werde oder irgendwie auch sexuell belästigt oder so. Ja, und ich habe halt einfach auch die Erfahrung gemacht. Also ich finde, Goa kann auf jeden Fall auch was Heilsames sein. Und dass ich da einfach auf bei solchen Veranstaltungen so komplett ich selber sein kann. Und dass dort eben nicht Assis rumlaufen, die irgendwie Frauen angrapschen oder sowas. Oder, weiß nicht, voll aggressiv irgendwie jemanden anpöbeln. Ich meine, es war jetzt einmal so, dass auf der einen Goa ja mein alter Klassenkamerad war. Das war ein bisschen scheiße. Und der hat dann auch rumgepöbelt und keine Ahnung. Aber ansonsten finde ich, dass die Leute dort einfach ja eher so eine friedliche Einstellung haben. Und ja, für mich war das dann auf jeden Fall auch. Ja, ich habe einfach wieder die Erfahrung gemacht. Nicht alle Menschen oder nicht alle Männer sind scheiße. Ja, Männer sind auch nur Menschen. dann war es so, so im, vielleicht war es November letztes Jahr, da war ich dann aber nicht nüchtern. Da hatte ich dann das erste Mal das Gefühl, meinem Vater vergeben zu haben. Ich war, weiß nicht, im ersten Moment auch erstmal so ein bisschen auch überrascht darüber. Aber mir hat es irgendwie auch so, ja, weiß nicht, so eine Erleichterung irgendwie auch gebracht. Also irgendwie, Vergebung ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Um von sowas eben loslassen zu können und ja. Und als ich dann dieses Jahr komplett mit mir ins Reine gekommen war, war es halt einfach so, ich war irgendwie auch dankbar für diese ganzen schwierigen Erfahrungen in meinem Leben, weil sonst wäre ich nie so geworden, wie ich bin und dann, wer weiß, ob ich dann zum Beispiel die Erleuchtung damals erreicht hätte oder ob das irgendwie alles so gekommen wäre. Also ich habe da irgendwie in allem so eine Art Sinn gesehen. Also Eckhart Tolle hat ja irgendwie sowas Ähnliches auch mal gesagt, dass das größte Leiden auch irgendwie Erwachen verursachen kann oder irgendwie so ähnlich. Und Leid ist jetzt nicht unbedingt eine Grundvoraussetzung dafür, dass man zur Erleuchtung kommt. Es gibt auch Leute, die sind ohne sowas ins Reine gekommen. Aber ich sehe halt zum Beispiel auch bei mir, dadurch, dass jetzt halt in meiner Familie alles Mögliche ja relativ instabil war und so, habe ich halt zum Beispiel wahrscheinlich auch angefangen, gewisse Dinge so zu hinterfragen. Und mich so in alles Mögliche jetzt auch in meiner Jugend so reingelesen und hatte auch so zum Beispiel auch so ein Interesse für Philosophie und Psychologie und ich denke, es hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht. Und ich war auf jeden Fall auch jemand, der ziemlich viel so gedacht hat, also über alles Mögliche nachgedacht hat, so in der Welt.
Und vielleicht ist es immer, also bei mir zumindest war, würde ich sagen, dass das so die, sagen wir mal, erste Stufe von meinem Erwachen war, dass ich einfach mal angefangen habe, ja, selber zu denken. Und ja, eben nicht so, wie meine Eltern gedacht haben. Einfach auch aus dem Grund heraus, weil die halt einfach keine Vorbildfunktion für mich hatten. Ja, man muss aber auch sagen, dass es ab einer gewissen Ebene, weiß ich, man auch das Denken irgendwie überwinden muss. Oder müssen muss man gar nichts, aber dass man halt nicht nur vom Verstand gesteuert ist, sondern, weiß nicht, also man kann sich zum Beispiel nicht glücklich denken. ja, genau. Und dann war ich auch am Überlegen, ob ich meinen Vater tatsächlich auch wieder treffen soll. Ob ich irgendwie ein Treffen mit dem vereinbaren so. Ob vielleicht auch mein Bruder mitkommt, damit wir das zu zweit machen. Weil mein Bruder hat ja auch keinen Kontakt zu ihm. Momentan bin ich mir da ziemlich unsicher. Ich denke, dass ich das auf jeden Fall noch machen werde in meinem Leben. Ich bin mir aber halt nur noch nicht sicher, wann. Weil es für mich halt auch eine ziemliche Herausforderung ist. Aber ich sehe das halt auch als eine Möglichkeit, ja, mich meinen Ängsten zu stellen. Und die dann dadurch weniger Macht haben. Aber ja, sowas zu machen, traue ich mich halt wirklich nur zu, wenn ich da stabil genug bin. Ja, und ich habe das Gefühl, was heilt ein Trauma? Ich würde sagen, dass Liebe allgemein sehr viel heilt. Also auch Selbstliebe. Weil in der Vergangenheit habe ich eben dazu geneigt, irgendwie zu hoffen, ich komme mit jemandem zusammen und der macht mich dann gesund. Das war besonders auch so im Beginn meiner ersten Beziehung so. Und ich hatte dann halt bei meinem Ex die Erfahrung gemacht, dass es halt irgendwie nicht so war und keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, war das auch am Anfang von meiner Beziehung jetzt mit meinem Freund so. Dann hatte ich auch mal so ein Gedicht geschrieben. Ich weiß nicht, irgendwas damit scherben und lass den Jungen kleben oder irgendwie sowas. Also dass die Scherben zusammenklebt oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Und dann hatte er aber zu mir gesagt, dass wir ein Zwei-Komponenten-Kleber sind. Ja, also ein Partner kann einen halt nicht komplett heilen. Er kann auf jeden Fall eine Unterstützung sein, aber komplett heilen kann er das nicht. Und das habe ich ja auch bei meinem Freund die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel ich auch ihn nicht komplett heilen kann. Ja, auch mich nicht. Dass ich das ja eben selber machen muss. Ja. Wie ich Selbstliebe gelernt habe. Also, das selbst mal so in Klammer. ich habe meinen Wert nicht mehr abhängig von irgendwelchen Sachen eben gemacht. Was ich ja schon am Anfang irgendwann gesagt habe. Nicht mehr davon, wie ich aussehe. Oder wie andere wollen, dass ich aussehe. Also, ja,
Zum einen, dass ich mich dann halt getraut habe, rumzulaufen, wie ich will. Ja, auch mich mehr so getraut habe, auch beim Verhalten so mehr ich selbst zu sein. Weiß nicht, aber jetzt zum Beispiel jetzt bei, ich habe ja öfters bunte Haare. Wenn die jetzt mal, weiß nicht, völlig rausgewaschen sind wie jetzt, ist auch egal. Also es sind nur Haare. Oder wenn man mal einen Pickel hat oder so. Und das ist eh alles vergänglich und ich finde, man sollte nicht daran festhalten, wie das jetzt im jetzigen Augenblick ist. Weil das verändert sich eh alles. Und ja, ich finde, der Körper ist im Prinzip auch sowas wie so ein Werkzeug, mit dem man eben auch wunderschöne Erfahrungen machen kann. Da hatte ich auch sowas mal gelesen zum Thema Body Positivity. Zum Beispiel hat da so jemand geschrieben, so, was ich an meinen Beinen liebe, dass sie mich durch die ganze Welt tragen können und dass man damit wunderschöne Orte erkunden kann. Oder was ich jetzt persönlich sagen würde, was ich jetzt zum Beispiel an meinen Armen oder Händen mag, ich kann damit malen. Oder man kann damit Leute umarmen. Also, ja, also das ist einfach Teil dieser menschlichen Erfahrung ist. Wodurch man, ja, schöne Dinge erleben kann. Ja, und mein Wert ist nicht von meinem Tun abhängig. Also allein, weil Leben in mir ist, habe ich schon einen gewissen Wert, weil ich Teil vom Universum bin. Und ja, das Universum ist ja eigentlich sowas Unglaubliches und allgemein, wie das alles entstanden ist. Und das ist alles so komplex und ich finde das einfach nur unglaublich. Allgemein die ganzen Vorgänge auch schon allein in unserem Körper, dass es alles so miteinander funktioniert. Wie verrückt ist das eigentlich? Ja, und also ich glaube, die Hauptquelle für meine Selbstliebe ist tatsächlich, weil ich weiß, dass ich auch das Universum bin. Ja, bin ein bisschen abgeschweift. Aber ich merke halt auch, und das ist auch im Arzt aufgefallen bei der Visite letztens, hat auch so gemeint, dass ich ein bisschen verändert bin im Vergleich zu meinem letzten Aufenthalt. Und es ist halt einfach so, dass ja einfach viel mehr Selbstliebe da ist als früher. Ich hätte auch früher niemals gedacht, dass ich so viel Selbstliebe haben könnte. Also, weiß nicht, auch in der Schulzeit oder so, ich war sehr oft ziemlich unzufrieden mit mir selber. Ja, es ist doch eigentlich unglaublich, wie sich das Ganze so entwickeln kann. Ja, was ist sonst noch so passiert? Genau. Letztens hatte ich leider wieder einen Albtraum wegen meinem Vater. Deswegen bin ich mir auch noch nicht komplett sicher, ob ich bereit dafür bin, ihn zu treffen. Ja, ich hatte halt so geträumt, dass er mich irgendwie verfolgt und beobachtet und so. Davor war es irgendwie so, die Träume davor. Bei dem einen war ich irgendwie so eine Art Widerstandskämpferin oder so.
Und dann waren da, weiß nicht, ich bin dann irgendwie so durch so eine Stadt geflüchtet und dann, weiß nicht, so über so Gleise gehüpft, so ganz knapp über so vor einem Zug vorbei und so und dann in irgendeine so eine Art Slum hin und dann wurde ich irgendwie von so Leuten verfolgt und die hatten irgendwie Maschinengewehre oder so und dann bin ich in eine Art so einen Dschungel irgendwie gegangen. Und die sind aber irgendwie hinterher. Und irgendwie waren bei mir auch noch andere Leute, also irgendwie andere Widerstandskämpfer. Und keine Ahnung, es war einfach dieses Thema. Ich wurde verfolgt. Und mir wurde halt irgendwie Gewalt angedroht. Und, ja. Ich glaube, es sind auch so grundlegende Themen, die, ja, mit einem Trauma zu tun haben. Und, dann hatte ich danach noch einen Traum, da war ich irgendwie eine Elfe. Aber die ganzen Menschen haben versucht, mich einzufangen und ich musste die ganze Zeit vor denen flüchten. Und das war dann, ja, es war ziemlich scheiße. Ich konnte mich nirgendwo ausruhen, ich musste ständig irgendwie weg und dann hat mich alles Mögliche dann verfolgt. Und am Ende war es irgendwie so, als ich dann wie in so einem Kokon drin war, wo ich mich ausruhen wollte. Also ich weiß nicht, irgendwie hatte ich mir selber einen Kokon gebaut. Und irgendwie war das in dem Traum so, dass ich die Elfen weiß nicht, sich so irgendwie selber heilen können oder irgendwie regenerieren können, wenn sie sich in so einen Kokon ja reingehen, keine Ahnung, sich bauen. Aber weil ich ja dann irgendwie geschlafen habe, habe ich nicht mitbekommen, dass sie dann irgendwie da sind. Und dann haben die mich irgendwie entdeckt. Letztens war es auch so bei einem Traum. Also selbst in meinen Träumen kommt mein Helferkomplex immer wieder hoch. Weil da war so auf der anderen Station noch so ein Mädchen. Die war halt auch essgestört. Und ja, ich habe das dann halt auch immer wieder so mitbekommen. Ja, mir tat es halt auch voll leid, weil ich halt auch gesehen habe, wie schwierig das auch mit ihrer Familie und so ist. Und also ihr Verhältnis zu ihrer Familie. Ich hatte dann irgendwie auch so geträumt, wie ich der dann irgendwie helfe, dass sie es hinkriegt, ja, wieder normal zu essen und sowas. Ja, also irgendwie, Träume können verdammt viel vom Unterbewusstsein so spiegeln. Ich weiß auch noch, da hatte ich vor ein paar Monaten, ich glaube beim Meditieren oder so, war ich dann auch nicht mehr mit meinem Ego identifiziert. Bei mir war das ja immer wieder so irgendwie wechselhaft. Mal war ich in dem Zustand. Dann waren aber auch wieder destruktive Ego-Anteile da. Also irgendwie ist es so hin und her geschwankt und keine Ahnung. Und auf jeden Fall hatte ich dann eben meditiert und war dann, ja, abends schlafen gegangen. Und ich bin tatsächlich im Traum rausgerutscht. Also ich habe irgendwie geträumt, dass ich nicht mehr erleuchtet bin. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da war. Also ich glaube, es war auf jeden Fall wieder Angst da in dem Traum. Ich weiß gar nicht mehr. Und als ich dann morgens aufgewacht bin, ja, habe ich dann so gefühlt, dass ich eben nicht mehr auf dieser innerlich freien Ebene war, sondern wieder in diesem Alltagsbewusstsein von mir. Also, ja, ich bin tatsächlich im Traum rausgerutscht. Ja. Ja, was ich ansonsten noch so gemacht habe, ich habe auch so ein bisschen, ja, recherchiert, was es noch so andere Personen gibt, die auch von Erleuchtung berichtet haben. Dass ich mich da auch vielleicht noch so ein bisschen mehr einlese, so von anderen Leuten und so.
Und ja, vor allem, wie die das schaffen, den Zustand aufrechtzuerhalten und so. Und ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich habe von, keine Ahnung, einigen Leuten dann irgendwie was gelesen. Da war irgendwie auch so eine Übersicht und sowas. Und er hatte dann irgendwie zu einem Schüler oder so gesagt, worauf er denn irgendwie noch wartet mit der Erleuchtung. Er kann auch jetzt erleuchtet sein. Und der Schüler wurde dann tatsächlich erleuchtet. Das Lustige ist, sowas Ähnliches hatte ich vor, keine Ahnung, über 2 Monaten oder so auch zu meinem Freund gesagt. Das hatte aber leider nicht funktioniert. Aber wenn man in so einem Zustand ist, war es bei mir, glaube ich, immer wieder auch so, man kann es eigentlich die ganze Zeit haben. Also jederzeit eigentlich. Also der Zugang ist nicht komplett weg. Worauf wartet das Ego eigentlich? Ja. Was denn auch noch? Ja, was war noch? Ich bin gerade irgendwie Matsche. Ich fühle mich gerade irgendwie immer leichter. Also vor dem Video war ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen nervös. Seit ich aber hier am Film bin, merke ich so Stück und Stück, wie ich innerlich irgendwie immer mehr entspannter werde. Das ist voll schön. Ich wollte eigentlich noch was erzählen, aber ich habe keine Lust, in meinem Kopf rumzustöbern und... Ja, keine Ahnung. Was ich letztens auch gemacht habe. Es ist jetzt von alleine hochgekommen, was ich jetzt noch erzählen wollte. Das hatte ich ganz vergessen. Und ich liebe es, wenn das Wissen so von alleine hochkommt. Und ich eben nicht da drin rumsuchen muss, sondern es kommt einfach. ich habe Tai Chi gemacht. Ich saß auf meinem Bett. Ich habe es nur im Sitzen gemacht. Und ich habe mir dann so überlegt, ich mache jetzt freies Tai Chi. Also nicht nur so die Übungen, die ich so kenne, die man dann passend zur Atmung macht, sondern dass ich eben schaue, welche Bewegung sich jetzt irgendwie angenehm anfühlt, einfach so zu machen. Und weiß nicht, dass ich da nicht großartig drüber nachdenke, wie bewege ich mich da jetzt, sondern einfach, wie mag mein Körper sich da irgendwie so bewegen? Also meine Hände und keine Ahnung. Einfach so dieses Fühlen und wie so eine Welle. Und mir kam dann währenddessen so irgendwie in den Kopf, wie ähnlich Tai Chi eigentlich so mit wie dieses Bändigen ist von Avatar, der Herr der Elemente. Weil ich hatte eh schon mal gehört, dass das da das Bändigen, das Elemente-Bändigen von irgendwie auch so Kampfsportarten und so abgeschaut wurde. Also dass es nicht nur alles so irgendwelche erfundenen Bewegungen wären oder so, sondern dass es tatsächlich ja auch so einen gewissen Hintergrund hat. Ich finde die Serie eh total cool. Also ich habe die als Kind angeschaut, mir jetzt aber auch noch, ich glaube letztes Jahr, dann nochmal angeschaut und ich finde die einfach so toll.
Ich finde, es ist viel mehr als irgendeine Kinderserie. Ja, und auf jeden Fall, ich habe mir das einfach vorgestellt. Es ist einfach, ja, ich wäre wie so ein Elementebändiger, wie eine kleine Avatar-Maus. Und würde so mit meiner Hand irgendwie so das Wasser entlang fließen lassen oder die Erde unter mir führen und die Luft und diese Wärme vom Feuer und ja, was ich auch so ein bisschen bemerkt habe. Früher hatte ich beim Tanzen voll die Blockaden. Also ich habe nicht wirklich gewusst, wie ich mich jetzt irgendwie bewegen sollte. Ich hatte das Gefühl, es sieht doof aus und so. Ich wusste schon, okay, so geht der Rhythmus und wenn ich jetzt so das mache, dann ist es im selben Rhythmus wie die Musik. Aber irgendwie war da halt ziemlich viel Verkopftes einfach da. Und seit ich aber angefangen habe, auf Goas zu gehen, habe ich da beim Tanzen einfach viel weniger nachgedacht. Das lag natürlich auch zum Teil daran, dass ich nicht nüchtern war. Aber ich konnte das dann tatsächlich auch so, ja, ein bisschen so in meinen Alltag integrieren. Und ja, ich kann auch nüchtern tanzen. Oder auch dieses wirklich so einfach so, so wie die Musik sich anfühlt, so zu tanzen. Und einfach, ja, sich so bewegen, wie sich das hier drinnen bei einem einfach anfühlt und nicht, wie das jetzt irgendwie aussieht. Also irgendwie habe ich das da so Stück für Stück gelernt. Und ich finde es einfach so voll schön. Ja. Genau, was ich noch erzählen wollte. Mitte der Woche ging es mir nicht so gut. Da hatte ich dann halt auch immer wieder Trauma-Flashbacks und so. Also dass einfach ziemlich viel von früher da war. Und weiß nicht, also so, wenn da nur so ein bisschen Angst da ist, kann ich das ja mittlerweile schon zulassen, aber bei Flashbacks habe ich das jetzt leider noch nicht so richtig hingekriegt. Weil das dann halt wirklich so eine richtige weiß nicht, es ist halt wirklich puh. Ziemlich heftig für einen, wenn sowas kommt. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es einfach auch alles notwendig, dass ich das jetzt gerade nochmal durcherlebe. Dass ich eben davon loslasse. Und, genau, freitags ging es mir dann wieder besser. Da hatte ich dann auch nochmal meinen Bruder getroffen. Und genau, gestern am Samstag bin ich ja dann wieder nach Hause zu meinem Freund. War ich am Anfang erstmal ein bisschen angespannt, auch weil die Wohnung momentan ziemlich unordentlich ist. Ja, aber mein Freund, dem geht es halt auch nicht so gut und deswegen, ja, kann er natürlich auch nicht alles machen. Ich glaube, nachher werde ich noch ein bisschen aufräumen. Auf jeden Fall war es dann abends so. Da habe ich dann auch meditiert. Und ich habe es dann auch wieder hingekriegt, dass ich ja auf einer anderen Ebene war als zuvor. Also ich konnte es irgendwie sogar zulassen. Also ich hatte das Gefühl zum Beispiel, dass mein Herz immer schneller schlägt. Ist ja zum Beispiel auch typisch für Angststörungen, dass dann einfach das Herz mehr rast und so.
Und irgendwie kam dann so in meinem Kopf, was ist, wenn mein Herz so schnell schlägt, dass ich irgendwie sterben könnte oder so. Und ich konnte das dann irgendwie zulassen. Selbst wenn es passiert, es wäre irgendwie okay. Und irgendwie, also irgendwie zulassen, irgendwie so innerlich da zu sterben. Dann war es aber so, hatte sich mein Freund ans Bett gesetzt, weil der war duschen und war dann aus der Dusche rausgekommen. Und ich habe mich dann irgendwie zunehmend schlechter gefühlt, dass er da halt jetzt sitzt und ich sitze da halt, oder habe ich überhaupt gesessen? Ich glaube, ich lag beim Meditieren. Ich lag daneben und er könnte jetzt irgendwie nicht wissen, was er macht und so. Und hat jetzt keine Beschäftigung und so. Darüber habe ich dann auch noch mit ihm gesprochen. Also irgendwie, es fällt mir leichter, es zuzulassen, dass mich jetzt so, wie das mit dem Herzschlagen irgendwie umbringen könnte. Obwohl das natürlich unrealistisch ist, aber wenn man wirklich so arg loslässt, dann kann sowas einfach mal wieder hoch, einfach plötzlich hochkommen. Aber das für meinen Freund nicht da zu sein, fällt mir irgendwie viel schwerer, davon loszulassen. Weil mein Freund dann auch meinte, weiß nicht, also, dass es ja auch mit dieser Angst vorm Sterben zu tun haben könnte, weil es ja auch darauf basieren könnte, dass ich das eben nicht aushalten kann, innerlich, dass es ihm jetzt irgendwie schlecht gehen könnte oder so. Und da ist ja auch so die Sorge dahinter, dass dieses innere Leid einen komplett verschlingt, was ja auch so eine Ebene ist von, ja, einfach so die Angst, dass das Leid einen innerlich irgendwie umbringt und komplett einnimmt. Also, ja, es ist halt, es fällt mir irgendwie einfach einfacher, wenn ich alleine bin, loszulassen. Aber ich denke, wenn man, weiß nicht, man begegnet immer wieder irgendwelchen Menschen und ich will auch nicht ohne Menschen leben. Und auch in irgendwelchen Situationen und so. Und, also, keine Ahnung. Ich will nicht alleine durchs Leben gehen. Aber im Umgang mit anderen kann natürlich immer wieder irgendwas getriggert werden und so. Und das ist halt eben die Schwierigkeit, auch da eben loszulassen. Aber ja, das kann man alles üben. Muss ich ja auch noch üben. Aber vielleicht ist da einfach auch so ein wichtiger Punkt, sich zu nichts verpflichtet zu fühlen. Und ich glaube auch Scham zu überwinden. Weil wenn die Angst jetzt vor anderen Leuten hochkommt, ich glaube, da spielt auch Scham eine gewisse Rolle. Ja, was habe ich vergessen zu sagen? Oh lol, ich schau gerade auf die Uhrzeit. Ich habe länger geplappert als letztes Mal. Es wird immer länger und es war gar nicht geplant. Bevor ich angefangen habe zu reden, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht richtig, was ich reden soll. Ich hatte das Gefühl, es ist dieses Mal auch irgendwie weniger als letztes Mal. Aber ja, ups. Genau. Meine Mutter hat mir jetzt auch mein Weihnachtsgeschenk schon vorher gegeben, weil wir uns an Weihnachten nicht sehen werden. Habe ich das schon im letzten Video gesagt? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Und ja, ich meine, es wäre okay gewesen, wenn sie es mir auch erst später gegeben hätte oder so. Ich bin selber jetzt eh nicht religiös und ich finde zwar schon so Weihnachten im Sinne von Fest der Liebe an sich schön, aber ich poche jetzt nicht darauf, dass an diesem Geschenk jetzt irgendwie an diesem Tag ein Geschenk da sein muss oder so.
Ja, es war dann so ein bisschen ein komisches Gefühl, dass ich jetzt schon meine Geschenke habe. Aber gut. War dann zuerst auch so ein bisschen unsicher, wie verbringe ich dann dieses Weihnachten. Aber ich denke, dass ich dann einfach was zusammen mit meinem Bruder und meiner Oma mache. Ja. Ach ja. Und mein Freund hat sich jetzt eine Xbox geholt. Weil der will schon lange eine. Und er hat sich ja nur die kleine geholt, Xbox S. Also Xbox One S. Oder? Keine Ahnung. Ich tue zwar manchmal zocken, aber nicht so viel. Ich bin da voll der Noob. Und in letzter Zeit habe ich das eh nicht mehr wirklich gemacht. Auf jeden Fall, 50% von denen haben irgendwie so ein komisches Problem mit dem Lüfter, weil die das irgendwie scheiße produziert haben. Jetzt muss er die wieder umtauschen. Aber wir sind am Überlegen, ob wir zusammen Ahead in Time spielen. Das sieht ziemlich knuffig aus. Oh, und es ist leider was Trauriges passiert. Und zwar ist Mauzi gestorben. Die Katze von Norman, die bei seinen Eltern halt noch gelebt hat. Die war halt leider auch schon ziemlich alt. Und ja, sie konnte dann halt irgendwann kaum noch laufen. Und ja, irgendwann wollte sie halt auch nicht mehr fressen und trinken. Und die ist dann diesen Mittwoch gestorben. Ich denke mir aber auch, dass sie jetzt halt wieder eins mit allem ist. Und ich weiß nicht, also auf der anderen Station war auch ja dieses Mädchen, was schon einige Male LSD genommen hatte. Und sie hatte mal so erzählt, dass sie während einem Trip ihren verstorbenen Vater wiedergesehen hatte und dann davon loslassen konnte. Also ich denke, durch Psychedelika kann man sich eben auch so mit allem Möglichen so verbinden, was ist, weil da eben auch Zeit nicht unbedingt mehr eine große Rolle spielt. Oder unsere Wahrnehmung von Zeit, nehmen wir es eher so. Ja, ansonsten. Ich wünsche euch Universum und bis zum nächsten Mal.